Hallo Leute, willkommen zurück bei SebaTech, eurem Kanal über Hardware, Gaming und alles, was dazugehört. Hier zurück in Hearts of Iron 4. Nun kam der neue DLC No Step Back zurück. Ein DLC, der sich vor allem um die Ostfront beschäftigt. Inhalte sind die baltischen Staaten, sprich Estland, Lettland und Litauen. Polen wurde ein bisschen überarbeitet und auch vor allem die Sowjetunion, die den größten Focus Tree aller Nationen in Hearts of Iron bekommen hat. In dieser Videoserie möchte ich einfach ein bisschen auf den DLC eingehen, ein bisschen sagen, was er euch so bringt. Ich hatte ihn jetzt nun ausführlich ein bisschen anspielen und antesten können, damit ihr einfach euch mal so ein Bild machen könnt, vielleicht vorm Kauf oder vorm Spiel, was euch hier erwartet. In diesem Video möchte ich erstmal anfangen mit den baltischen Staaten. Hier haben wir sie nochmal aufgeführt, ne? Lettland, Estland und Litauen. Und dann würde ich sagen, stelle ich als erstes mal Estland vor. So, springen wir mal gleich rein. So. Ja, wir sehen, wir haben jetzt nun schon eine kleine nette Armee. 9 Divisionen ist daher schon ein bisschen besser aufgestellt als vor dem DLC. Auch alle baltischen Staaten, finde ich, haben erfreulich viele individuelle Generäle mit ihren Porträts bekommen. Hier eben Estland mit 5 Generälen bzw. 3 Generälen und 2 Feldmarschallen. Ich finde auch, die Bilder sind alle sehr gut gelungen und ja, ich finde, das ist für mich immer sehr wichtig, auch coole Porträts zu haben von den Generälen, einfach um eine gute Stimmung zu kriegen im Spiel. Es ist wirklich nur ein kleiner Punkt, aber ja, trotzdem finde ich, ist mir irgendwie persönlich wichtig, da mag jeder ein anderes Sicht drauf haben. Auch wurden jetzt hier mehr Regionen geschaffen für die baltischen Staaten. Wir sehen hier, Estland hat jetzt hier nun 5 Regionen. Das bietet natürlich viele Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung. Und ja, schauen wir uns erstmal das Wichtigste überhaupt an. Erstmal hier unseren Staatsführer Konstantin Petz. Gibt hier dann auch wieder Nationalgeiste, also hier demokratische Opposition und geringe Spannung durch die Freiheitskämpfer. Estland hier in dieser Phase geprägt in einer Situation, wo man erstmal nach dem Unabhängigkeitskrieg von Russland versucht zu entscheiden, wo will man hingehen. Ne? Alle baltischen Staaten haben das Problem, dass sie eingekesselt sind, einerseits zwischen der Sowjetunion, zwischen den Ansprüchen des Deutschen Reiches und zum Teil auch hier durch Polen. Na, das sind, sag ich mal, die dominierenden Mächte und die baltischen Staaten sind dem eigentlich haushoch unterlegen. Man hat die baltischen Staaten mit einem sehr mächtigen Focus-Tree ausgestattet. Man teilt sich zum einen einen Großteil, das heißt Estland, Litauen und Lettland haben hier diesen linken Part mehr oder weniger gleich. Na, es gibt nur bei Litauen einen kleinen Unterschied, aber hier dieser Industriezweig und dieser kommunistische Zweig sind identisch. Der ist allerdings relativ mächtig. Ne? Wir sehen hier, ohne unsere Industrie modernisieren, gibt es schon zahlreiche zivile Fabriken, hier auch wieder. Die Nation bewaffnen, gibt ganz viele Militärfabriken und auch die Bewaffnung vollenden gibt nochmal super viele Militärfabriken. Hier gibt es immer wieder durch die Möglichkeit, ziemlich viele zivile Militärfabriken und Werften zu ergattern oder hier um Ressourcen zu kriegen, sei es hier Öl. Ich glaube, es ist so, dass Estland hier Öl kriegt, während Lettland hier Stahl kriegt und Litauen ein bisschen Manpower und eine Reduktion der Konsumgüterkosten. Kommen wir mal zu dem individuellen Part von Estland. Das sind quasi diese zwei Fokusbäume, die es hier gibt. Estland hat so ziemlich den kleinsten individuellen Fokusbaum. Also hier einmal die Ära des Schweigens, die hier auf der linken Seite so ein Demokratie-Unionszweig bildet. Hier hat man die Möglichkeit, die skandinavischen Länder und die baltischen Staaten in ein Bündnis zusammen zu vereinen. Kriegt hier auch relativ mächtige Boni. Zum Beispiel wird hier die rekrutierbare Bevölkerung um 30% erhöht,
Das ist natürlich schon gewaltig und man kann hier eine baltische Union anstreben, also quasi baltische Staaten zu einem Staat zusammenvereinen. Das kann wirklich dann durchaus mächtig werden. Hier haben wir in diesem rechten Zweig, sag ich mal, ein bisschen den historischen Baum. Es geht darum, um die Bekämpfung der Freiheitskämpfer. Es geht hier um so ein bisschen, ja, die Errichtung einer Diktatur, sag ich mal, um eine Verwaltung. Man kann sich hier auch den Alliierten anschließen oder hier, wenn man dann von den Sowjets oder den Deutschen erobert wird, hat man auch einen relativ mächtige Fokusse, um ein bisschen Widerstand zu leisten. Ähnlich wie das andere Nationen dann zuletzt auch bekommen haben, zum Beispiel Frankreich, um einfach auch ein bisschen als kapitulierte Nation agieren zu können. Auf der rechten Seite haben wir wahrscheinlich den interessantesten Fokusbaum. Es geht hier um den Kampf der Freiheitskämpfer. Also man bildet hier quasi einen faschistisch-nationalistischen Staat. Und das funktioniert hier hauptsächlich über Finnland. Man kann mit Finnland dann hier eine Union oder ein Bündnis herstellen und kann dann hier die skandinavischen Länder erobern oder sich gegen die Sowjetunion wenden und hier ein ja das große Reich der Samen bilden. Ne? Samen ist eigentlich ein Überbegriff für viele Völker. Hier in, ja, ich sag mal, Nordrussland und Finnland sind quasi die indigene Bevölkerung. Man muss sagen, dass Finnland eine Bevölkerung ist, die sich aus vielen unterschiedlichen Völkern zusammensetzen. Man hat natürlich hier baltische Einflüsse, man hat massive Einflüsse aus Schweden und Skandinavien und natürlich auch große Einflüsse aus Russland. Schließlich gehörte Finnland über viele Jahre zum russischen Zarenreich und erstritt mit deren Untergang seine Unabhängigkeit. Genau, ne, das ist dann dieses Finno-Ugra-Reich, das dann wirklich gewaltig ist, das dann wirklich hier tief bis in bis hier tief in Russland reinreicht. Gucken wir uns nochmal kurz den kommunistischen, nicht den sowjetischen Focus Tree an. Hier gibt es quasi zwei große Strömungen. Einmal hier quasi als Bündnis mit der Sowjetunion auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite quasi einen kommunistischen Staat errichten, der allerdings unabhängig ist von der Sowjetunion. Im unteren Teil haben wir die Möglichkeiten, uns quasi die skandinavischen Länder anzueignen oder hier mit Polen oder mit Deutschland zu agieren. Ja, bietet hier noch viele Möglichkeiten, sage ich mal. Das kann ja auch alles schnell zu einem Bürgerkrieg führen. Grundsätzlich gibt es hier immer schnell die Möglichkeiten zum Bürgerkrieg. Ne, wenn man hier nicht rechtzeitig gegen die Freiheitskämpfer interagiert, kommt es hier dann auch zum Bürgerkrieg mit faschistischen Kämpfen. So, machen wir kurz mal eine Pause und gehen mal zu Lettland. So, da sind wir nun in Lettland. Ja, Lettland vor allem hier geprägt mit dem Konflikt zwischen dem Donnerkreuz, den Pentecrusts auf Lettisch, ist quasi eine faschistische Bewegung, mit der man sich hier auseinandersetzen muss. Und ja, gucken wir uns mal den Focus Tree an. Wie gesagt, hier kriegt man dann Stahl statt Öl wie in Estland. Und hier haben wir, sag ich mal, die individuellen Fokusbäume. Man kann hier auf der linken Seite einen demokratischen Weg quasi einschlagen, hier in diesem mittleren Bereich eine Militärdiktatur errichten, was so ein bisschen der, naja, ich sag mal, der historische Weg ist. Und auf der rechten Seite interagiert man mit dem Militär. Hier auf der linken kann man die faschistische Untergrundbewegung, sag ich mal, ausradieren und durch eine andere patriotische, paramilitärische Organisation ersetzen. Oder man kann aber auch mit dem Donnerkreuz das Ganze integrieren, muss da aber auch ein bisschen immer gut die Balance halten, wenn man nämlich die faschistischen Kräfte ich sag mal, einen demokratischen Anteil gewinnen lässt, hier von über 55%, kommt es zum Bürgerkrieg, wenn der Staat nicht faschistisch ist. Man kann natürlich dann hier auch den faschistischen Weg wählen.
Der ist auch relativ mächtig. Und hier kommt es, sage ich mal, zu der Hauptentscheidung: Richtet man sich an Deutschland aus und schließt mit Deutschland ein Bündnis oder ist man unabhängig? Ich finde tatsächlich, dass der deutsche Weg der interessantere Weg ist, weil man hier in diesem Punkt dann Ostland gründen kann. Das ist dann echt ein gewaltiger Staatenbund, der dann quasi die baltischen Staaten umfasst und hier dann Teile Polens. Ich glaube, es sind hier so in dieser Bereich. Und man hat dann, na, ich nehme es mal an, so um die 12, 13 Millionen an Kernbevölkerung und kann dadurch wirklich auch eine mächtige Armee aufbauen mit den anderen Boni, die das Land so bietet. Das ist wirklich sehr gut. Hier über den rechten Zweig kann man auch die baltischen Staaten, sag ich mal, vereinen und dann noch Krieg gegen die skandinavischen Länder führen. Ist natürlich auch interessant. Es kommt hier aber zu keiner Entscheidung, wo man die Länder irgendwie zum großen Staatenbund zusammenführen kann. Das ist immer ein bisschen schwierig, dann damit zu interagieren, wenn man wenig Mannkraft hat, Mannstärke hat, um die Länder dann zu herbesetzen. Man könnte hier über den rechten Zweig auch diesen Fokus nehmen, die alten Götter. Damit kann man quasi den alten baltischen Glauben an, ja, ich sag mal, heidnische Religion wieder auferstehen lassen. Ich sag mal, ist jetzt so alles ein bisschen konstruiert, aber der bringt wirklich recht mächtige Boni dann mit sich. Hier zum Beispiel plus 10 Moral für die Armee, plus 10 Organisation für die Armee, das ist dann schon echt heftig. Hier noch ein bisschen Unterstützung für Angriff und Verteidigung. Das kann man sich durchaus überlegen, ob man das macht. Wenn Deutschland ein Bündnis ablehnt, wird automatisch der Donnergold alleine ausgewählt. Also man sollte sich, wenn man mit Deutschland anschließen will, wirklich sicher gehen, dass die Beliebtheit bei Deutschland relativ hoch ist. Gucken wir uns nochmal kurz die lettischen Generäle an. Ne, auch wieder hier mal ein generischer General dabei, aber sonst alles individuelle wieder. 6 Stück an der Zahl, genau. Ja, ich finde auch coole Porträts. Macht dann einfach Spaß, damit zu spielen. Und ich finde, Lettland hat eine ganz gute Ausgangssituation. Sie verfügen über ja, eine solide Manpower, können relativ schnell sich industrialisieren und relativ stark auch expandieren. Gerade für die baltischen Staaten ist es hier neben Gameplay entscheidend, dass man früh expandiert. Und ich sag mal, widerstandsfähig genug ist, um vielleicht der Sowjetunion oder den Deutschen zu trotzen, je nachdem, welchen Weg man einschlägt. Und dann gucken wir uns als letztes Mal Litauen an. Litauen verspricht meiner Ansicht nach den meisten Spaß beim Spiel der baltischen Staaten, weil es einfach, sag ich mal, den größten und interessantesten Fokusbaum hat. Wichtig, man muss hier umgehen mit einer reduzierten Bevölkerung, einem Bevölkerungsfaktor von 50%, was echt gewaltig ist bei so einem kleinen Land durch die Agrargesellschaft. Den kann man aber hier recht schnell über den Industriezweig wieder aufheben, diesen Malus. Ja, Litauen ist in der Situation, dass es so ein bisschen mit Polen, der Sowjetunion und vor allem Deutschland agieren muss. Hier Vilnius, die eigentliche Hauptstadt von Litauen auch heute, gehört hier zu Polen und naja, die wollen wir ganz gerne zurückhaben. Dann das Memelland wird dann von den Deutschen, sollte Deutschland faschistisch sein, beansprucht werden. Und naja, die Sowjetunion ist auch nicht weit weg. Gucken wir uns mal kurz die Generäle an. Hier haben wir 4 Stück an der Zahl. Wir erhalten aber hier noch weitere individuelle Generäle über diese Fokusse hier. Ne? Also dann kommen noch mal insgesamt 4 Generäle dazu, wobei glaube einer generisch wieder sein wird. Hier haben wir den faschistischen Zweig. Hier müssen wir umgehen mit der Eisenwolf-Bewegung, also einer faschistischen paramilitärischen Organisation. Und man kann hier wirklich ja, recht mächtig werden. Man kann hier ein Groß-Litauen formen, was dann vor allem im Konflikt mit Polen dann
geschieht und da einen mächtigen Staat gründen und kann dann auch die anderen baltischen Staaten vorher sich sichern. Dann eine Besonderheit ist hier die Möglichkeit, einen König sich zu holen und über ein, ja, ich sag mal, Ingame-Mechanik dann eine Union zwischen Polen und Litauen herzustellen. Es gab ja früher das Land Polen-Litauen, ein Königreich, was relativ groß ist, aber wo der König relativ wenig zu sagen hatte. Da waren eher so, ja, Adelsklicken der führende Faktor. Aber hier hat man eben die Möglichkeit, eben ein Königreich zu schaffen, über Litauen hinaus, und hat hier recht mächtige Fokusmöglichkeiten, das Land zu erweitern. Man sieht hier Groß-Litauen gründen, da gehören dann wirklich massive Landansprüche dazu. Man kann dann bis zu Kiew hier sämtliche Gebietsansprüche geltend machen, das Baltikum, und kann wirklich ein gewaltiges Reich schaffen. Ist natürlich immer schwierig, hier dann die Balance zu finden, dann zwischen Deutschland und der Sowjetunion, aber das ist durchaus interessant und herausfordernd. Hier in der Mitte hat man so ein bisschen die Möglichkeit, schafft man eine Militärdiktatur, schafft man hier ein demokratisches Regime und kann wie bei den anderen baltischen Staaten dann auch hier diese, ja, baltische Staatenunion gründen, auch wieder im Bündnis mit den skandinavischen Ländern, oder schließt man sich einfach den Alliierten an. Hier auf der rechten Seite hat man nochmal so verschiedene Möglichkeiten, mit Deutschland und der Sowjetunion zu agieren. Man hatte auch hier die Möglichkeit, sich einem Land unterzuordnen, als Untertanen zu dienen, wenn man merkt, okay, man ist hier unterlegen und man möchte sich für eine gewisse Seite entscheiden. Ja, das sind so im groben Überblick die Fokusbäume der baltischen Staaten. Ich werde dann sicherlich auch nochmal detaillierte Let's Plays dazu machen. Vor allem denke ich hier zu Litauen, das würde mich mal sehr reizen. Und in weiteren Videos stelle ich dann nochmal die individuellen Fokusbäume grob von Polen und der Sowjetunion vor. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian. Macht's gut. Ciao.